Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben hier vor diesem Bauernhaus aufgehört, das Sekob, glaube ich, gehört. War es Sekob? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist auf alle Fälle Rosie. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Sekob hatte sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihnen das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Sekob zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Wie komme ich zu Bengas Hof? Sprich mal mit Balthasar. Das ist unser Schafhirte. Manchmal führt er seine Tiere auf Bengas Weide dort oben. Er kann dir sicher erklären, wie man dorthin kommt. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? So, was hast du denn? Ein Knochenbogen, natürlich. Eine Kriegsarmbrust, ein Ulmenbogen. Na gut, der Ulmenbogen ist noch okay, aber eine Kriegsarmbrust und ein Knochenbogen, was will eine Hausfrau damit? Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Nee, ich mich ganz bestimmt nicht. Naja. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Ich wollte auch nicht irgendwie für dich arbeiten. Du scheinst ein sehr doofer Mensch zu sein. So. Also Sekob hat nicht wirklich viel zu reden mit uns. Viel zu sagen. Na gut. Dann eben nicht. So, 10 Lernpunkte haben wir, gut. Da sind Keiler. Die sind zu zweit auf alle Fälle noch zu stark für uns. Ich wollte mich jetzt mal hier an diesem Teich hier versuchen. Das war ja hier mit der Mann mit der Augenklappe. Auf der kleinen Insel im See mit den zwei Wasserfällen hat er ja eine Stelle vergraben. Dort wollte ich mich jetzt einmal versuchen, das Vieh vielleicht töten zu können. Mal schauen. Wir sind ja relativ stark mit Stärke 30 und einem Wolfszahn. Das Problem ist das Vieh. Kennt man noch aus Gothic 1? Und zwar ein Lurker. Boah.
Alter, was machst du denn? Junge, bist du dumm? Wieso hat er die Waffe weggesteckt? Und springt dann in den Lurker rein. Ich hab zur Seite gehen gedrückt, also so. Das wollte ich machen. Und er steckt die Waffe weg. Warte mal, habe ich das so? Nee, hä? Komisch. Habe ich aus Versehen vielleicht D gedrückt? Jetzt hat es mal wieder so einen kleinen Leck drin. Naja, Hauptsache es läuft weiter. Der Wasserfall sieht auch sehr schön da hinten aus. So. Ach so, ja, natürlich. Wenn die Insel ein bisschen größer wäre, dann wäre es definitiv leichter. Ne? Aber weil die so scheiße klein ist, ist es ein bisschen schwer. Das ist doof. Das ist wirklich sehr doof. Weil Schaden machen wir dem eigentlich ganz gut für den Beginn. Oh ja. Jo, da haben wir ihn. Hätte auch noch besser klappen können, aber naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Hauptsache wir haben ihn. Hauptsache wir können die Stelle hier gleich ausgraben. Davor sammle ich hier nochmal kurz alle Pflanzen ein. Hier gibt es ein paar Blauflieder, Sumpfkraut, Heilkraut, Heilpflanze. Und sogar ein Feldknöterich. Da sage ich auch nicht nein zu und... Waren sogar zwei Feldknöteriche? Ich weiß es nicht genau. Wir graben jetzt mal hier die Stelle erstmal aus. So, was haben wir denn? Ein Lederbeutel. Schön. Den öffnen wir aber mal nicht. Einfach aus dem Grund, weil wir den ja Greg geben müssen. Also wir müssten ihn ihm nicht geben, aber ich will natürlich die Mission, die Quest erledigen. Von daher machen wir das. Wobei ich gar nicht weiß, ob wenn man den öffnet, ob man dann trotzdem sozusagen das Geld dann einfach geben kann. Da bin ich mir halt nicht sicher, deswegen öffne ich den jetzt mal nicht. Ich hoffe, ich erinnere mich in den anderen Folgen dann auch dran. Nicht, dass ich mal ins Inventar gehe, einen Geldbeutel sehe und den einfach aufmache. Das wäre sehr doof. So, hier hatten wir ja noch Feldräuber, die wir noch nicht abschlachten wollten. Weil wir da noch keine Zangen nehmen konnten. Von den Viechern. Huch, da wollte ich eigentlich zweimal schlagen. Hat nicht geklappt. So, Feldräuberzange. Die können wir halt auch dann mal verkaufen. Wow, Alter. Der ist näher, als ich erst vermutet habe. Na komm. So. Nächster Feldräuber, der tot ist. Da sind nochmal zwei Lurker. Die will ich eigentlich nicht machen. Deswegen gehe ich hier außen rum lang. So. Nehmen wir mit die Kräuter. Und erledigen die Feldräuber hier noch. So. Da ist es down, das Vieh. Vorher noch ein Kraut? Nee. Ja, jetzt kommen beide. Ich will nur eins. Hallo? Danke. Geht doch.
Ach, so geht's eigentlich auch ganz gut, merke ich gerade. Ich wollte es mal probieren. Geht auch ganz gut, aber ich nimm doch lieber die Zurückgeh-Taktik. Weil die auf alle Fälle klappt. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Glück hatten, weil wir da auf einen Stein sonst gekommen wären, beziehungsweise gekommen sind. Das war ein bisschen Glück, aber gut. Auch das braucht man mal. So. Alter, wie viele Feldräuber hier einfach mal sind. Au, Mist. So viel zu der Rückgeh-Taktik, dass die immer klappt. Klappt halt auch nicht immer, ne? Ja, und die Schlagetechnik, die klappt halt auch nicht immer. Boah, Alter. Ich hasse Feldräuber, die verbuggt sind. Beziehungsweise so spastische Bewegungen irgendwie machen. Geh mal weg. So, aber das sind halt ja auch wichtige Erfahrungspunkte. Ich möchte schon noch so ein, zwei Level hochkommen, bevor wir dann Söldner werden, beziehungsweise bevor wir ins zweite Kapitel gehen. Ich will nicht alle anlocken. Alter, schlag doch. Der hat uns ein bisschen was gezogen, ne? Der gute Mann. Und ich immer noch tränkesparend. Aber gut, warum nicht? Wir nehmen zwei Leckereientöpfe zu uns, eine richtig knackige Wurst. Ein Schluck Milch, Mensch! Muss doch auch mal sein. Wir trinken hier, wir haben hier im Spiel bisher gar nichts getrunken, oder? Alter, die Kehle muss staubtrocken sein vom Helden. Deswegen schieben wir noch eine frische Fischsuppe hinterher. Die haben wir ja nur seit ein paar tausend Folgen im Inventar. Tausend war übertrieben, ich weiß. So, und dann nochmal Heilkräuter rein und weiter geht's. Und Level up. Stufe gestiegen, 20 Lernpunkte und wir sind Stufe 7 mittlerweile schon. Ach du liebe Güte. Wir sind schon Stufe 7. Na, wobei, das kommt hin. Doch, das kommt hin. Wenn ich gerade so überlege, ich glaube, ich bin immer so mit Stufe 10 oder so ins zweite Kapitel gegangen. Das kommt hin. Doch. So. Alter, ich will nicht beide. Lass mal gut sein, einer reicht. Später, wenn ich richtig stark bin und die mit One-Hit töte, dann können mich von mir aus auch 10 angreifen. Und ich natürlich auch regelgerecht was aushalte. So. Zweimal getroffen, das war nicht so gut. Egal. Heilpflanze. Heilpflanze. Innerstatue. Heilpflanze. Heilpflanze. Steintafel. Können wir ja eh noch nicht lesen, aber wir können mal gucken, was das für eine war. Wir haben das Bogenschützen, der Lebensenergie 3, das ist super. Und der Magie 2, naja. Also Bogen, Armbrust und Magie, was ich eigentlich nie lernen werde in diesem Let's Play wahrscheinlich. Total unnötig, kann ich ein bisschen durch die Tafeln steigern, aber mehr auch nicht. So, der hat ein bisschen mehr ausgehalten, der Feldräuber, aber insgesamt auch keine wirkliche Bedrohung mehr für uns. Mit dieser Taktik ist es eigentlich ziemlich gut, diese Viecher zu bekämpfen, sehr früh auch eigentlich. So, der ging ein bisschen schneller. Und den nehmen wir auch noch mit eben. So, das ging auch relativ fix. So,
sage ich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, gehen wir mal wieder zurück zur Hafenstadt. Da will ich was erledigen. Und dann gehe ich erst noch da zum Hof rüber, wo ich gerade in die Richtung schaue, renne. Und schlachte jetzt hier Feldräuber ab. Auch gut. Aber warum nicht? Was war das denn? Bin ich geschlittert? Ich finde die Musik so toll, ne? Die mag ich. So, da schwirren ein paar Blutfliegen rum, aber da sind auch wieder Lurker. Deswegen gehen wir da erstmal nicht weiter hin. Was ist das? Ach so, ein Stein. Okay. Hab ich im ersten Moment nicht erkannt. Heilkraut, Heilpflanze, alles mitnehmen. Ich werde jede Pflanze, die mir über den Weg läuft, oder der ich über den Weg laufe, werde ich einsammeln. Vor allen Dingen die Heilkräuter und so am Anfang, die können echt nützlich sein, um sich damit wieder Lebensenergie herzustellen. So, ein Lagerschen. Und ein Typi. Dragomir. So weit von zu Hause noch unterwegs? Ja. Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders wenn du alleine unterwegs bist. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht zu gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu retten. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Toll. Naja, egal. Neue Quest. Wir sind ziemlich weit unten. Sehen wir gar nicht die neue Quest. Dragomirs Armbrust. Dragomir hat seine Armbrust beim seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen verloren. Und hat gesagt, da laufen Untote rum. Da können wir natürlich noch nicht hin. Untote sind dann vielleicht noch ein bisschen zu stark für uns. Aber wir nehmen hier mal alles mit. Und wer sich vielleicht noch an eine Hafenfolge, eine Hafenstadtfolge erinnert. Ich weiß gar nicht, ob es in der Folge war Jagd mit Bartok. Verstehe ich nichts. Aber Bartok hat doch erzählt, dass er hier in der Taverne mit seinen Leuten in der Nähe der Taverne ein Lager gehabt hat. Und das wird wohl dieses hier gewesen sein. Wer sich vielleicht noch dran erinnern kann, der weiß, was ich meine. So, Dragomir schert es nicht, wenn wir alles mitnehmen. Deswegen nehmen wir alles mit und ja, ich gehe nochmal zur Taverne kurz ins sichere Haus. Ich bleibe hier jetzt nicht in der Wildnis stehen und speichere hier und beende die Aufnahme, sondern in der Taverne. Und da ist noch ein Feldknöterich. Wie viele haben wir davon eigentlich? 13. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ab in die Taverne zur toten Harpie. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das Bild ist ja auch cool, ne? Ich weiß gar nicht, ob es das auch schon in Gothic 1 gab. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und so ein...
Alter, was war das denn? Alter, Alter, Schwertfisch. Wow, die Taverne ist unheimlich. Ich gehe doch raus und speichere draußen vor diesem Karren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dann.